Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play They Are Billions. Wir machen hier weiter und zwar mit der Oase. Im Zentrum der großen Wüste befindet sich ein heimlicher Ort. Eine Oase wird von einem unterirdischen Wasserquelle versorgt. Dieser Ort ist perfekt für eine blühende Kolonie, welche eine ideale Verbindung zu den Kolonien im Süden darstellt. Zudem gibt es in der Region keine Schwärme, um die wir uns in nächster Zeit Gedanken machen müssen. Allerdings ist diese Ruhe in diesem verfluchten Reihen nicht von Dauer. Unsere Kundschafter haben in weiter Ferne einen Schwarm entdeckt, welcher in etwa einem Monat die Kolonie erreichen wird. Bau eine starke Verteidigung auf, damit du dem Problem entgegentreten kannst. Okay, ein Monat ist heftig. Moment. Können wir da irgendwas machen? Können wir da ein bisschen was machen, um uns auszuhelfen? 120, wir könnten Gold bekommen. Das ist aber nicht das Wahrhafteste. Wiederverwertung, Transport, Eisentransport, Öltransport, wenn wir besser enden. Versteckte Betonmauern. Oh, wir brauchen weniger Strom. Das ist natürlich nicht schlecht. Automatische Waffen, dieses Maschinengewehr, der kann automatisch fertig einhalten. Da es sich um ein träges Objekt handelt, sehen die Infizierten es nicht als Ziel, aber sie werden von den Schüssen angelockt. Das klingt doch mal geil. Kommandant für den Einsatz der Armee und Verteidigung, um die Infizierten Schwämme im offenen Feld zu attackieren. Ich glaube einfach, das machen wir einfach nur mal, weil es neue Sachen sind. Gold und Eisen. Lieben gerne. Ist natürlich auch noch was, aber wir machen hier mal. Komm, was soll's. Wir nehmen neue Technologien her. Und wenn das wirklich nur reiner Aufbau ist, bin ich gerade echt am überlegen, sollen wir vielleicht darüber gehen. 1600 schaut nämlich ein bisschen besser aus. Diese Berggebiet ist reich an Ressourcen und ideal für eine blühende Kolonie. Den Namen hat die Region, weil sich im Nordwesten eine Gruppe von Harpien dort angesiedelt hat. Die tödlichen Infizierten haben sich dort angesiedelt, weil sich scheinbar ein Friedhof befindet, sofern man den Knochen auf dem Boden Glauben schenkt. Die Harpien mögen harmlos wirken, weil sie die meiste Zeit lang auf dem Boden herumkriechen. Aber sobald sie eine Beute wahrnehmen, fallen sie diese blitzschnell an und entkommen von ihrem und ein Entkommen von ihren Klauen ist unmöglich. Errichte eine Großkolonie und vernichte alle verfluchten Harpiennester ein für alle Mal. Okay. Ich glaube, das ist lustiger. Für den Moment zumindest ist das gerade lustiger, würde ich sagen. Okay, kurz. Vor 5 haben wir es gerade. Wenn das Darts Trainer learns two important things, was haben wir gelernt? Bringt immer ein Tuch mit und das andere kann ich nicht mehr lesen, weil das Spiel so schnell wieder war. Heieiei. Oh, Hallöchen, du schaust aber zerklüftet aus, möchte ich mal behaupten. Also so richtig zerklüftet. Wow, okay. Wir haben hier eine Handvoll Harpien, nicht viele, ein paar Stück, nur ein paar Stück. Oh je, okay, ihr hier, kommt mal mit und darüber. Dann gucken wir doch mal. Verteidigungsrichtung muss ich wahrscheinlich nach und nach alles erstmal erforschen, oder? Ja, natürlich muss ich das erforschen. Und dann als anderes können wir doch bestimmt sagen... So, ihr zwei hier. Ihr geht hier rüber und du gehst mal hier rüber. Was haben wir denn? Hier haben wir schon mal die Steine, die wir brauchen. Taxi! Nach 16 kommen schon die ersten. Na, danke auch fürs Gespräch. Das geht so ein bisschen schneller, aber auch. In 16 Tagen. Auf jeden Fall mehr Gold. Jede Menge Gold. Hallöchen, da hat es gerade ein bisschen gehakelt. Mit Beton auf ein bisschen. Können wir da vielleicht nochmal ein Palm bauen? Nein, warum? Nahrungsmittel. Ah, ist was. Aber zuerst möchte ich eigentlich eher gucken, ob ich da. Ich vielleicht. Das kann ich mir bauen. Das geht, dann bauen wir es direkt hin. Was soll's? Nicht das Effektivste da hinten, aber es ist funktionell auf der Stelle. Hallo Zug. Wunderbar, dass du auch da bist.
Finde ich herrliche Natur. Holen wir noch ein paar Leute her. Ah, ein kleines bisschen zu früh, Mist. Ein klitzekleines bisschen zu früh war da. So, ihr geht alle nach da unten hin. Alles soweit mitnehmen. Building ist auch completed, das heißt, ich kann jetzt ein Sägewerk hinbauen. 10, 12. Und mir 10 hin. Mit der nächsten Ladung machen wir dann auf jeden Fall Nahrungsmittel hin. Ah, stimmt, für getötet bekommen wir ja Gold. So macht es hier schon wesentlich mehr Sinn, Unmengen an Zombies zu töten. Gibt's hier irgendwas? Ja, natürlich gibt's da noch was. Das wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn es nicht so wäre. Wie viel brauchen wir denn für eine Hütte? 80 Gold. Das ist ein kleines bisschen was. Aber wir haben es gerade soeben bekommen. 19, wunderbar. Mehr brauchen wir für den Anfang mal nicht. Ne, von Anfang an. Wir müssen ja gucken, dass wir nach links und nach rechts noch ein bisschen weiter ausbauen. Oder können wir noch was anderes nehmen? Wenn, dann müssten wir wirklich sagen, wir müssten Schreinerei erforschen. Um auf Farm zu kommen. Weil hier hinten können wir einen hinbauen. Das sollte eigentlich funktionieren. Ja, das schaut gut aus. Das schaut schon mal richtig gut aus. Wenn man die Steine dann bekommen, wird sogar noch besser werden. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie jetzt zuzubauen. So, du paddelst von da nach da. Das passt dann schon. Für alles andere seid ihr hier zuständig. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Nahrungsmittel bekommen. Weißt du, wir kriegen wieder neue Leute. Das passt soweit. Und ja, Nahrungsmittel. Möchte ich eher nochmal so eine Mühle hinbauen, bevor ich nochmal ein Jägerhütchen hinbaue. Aber ich glaube mal, oh, könnte das hier gut ausgehen. Ich kann sagen, hallo, könntest du, dankeschön. Könnte man da ums Eck rum vielleicht bauen. Beziehungsweise, ich bekomme hier 20. Je mehr Bäume, umso besser. Na komm. Hier noch ein bisschen. Mit der Mittlung auf ein bisschen. Dankeschön, Building completed. Ja, leider wieder zu spät. Ein bisschen zu spät, aber was ist. So, hier. Dann können wir dich nämlich bestimmt 13 hier bauen. Hier rübergebaut. Und im Bestfall sogar. Ah, da war ein Stein noch, genau. Das war das gute Problem mit dem Stein hier noch. Können wir die, wenn wir die noch ausrotten können da drüben, das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Vier Arbeiter erst kriegen wir das nächste Mal. Das sollte gerade weniger das Problem sein. Seid ihr schon wieder ran? Noch nicht. Dafür müsst ihr noch mehr töten. Dann werde ich doch dafür sorgen, dass ihr noch mehr töten könnt. Zumindest mit dem Dorf der Verdammten. Na. Haben wir echt einen losgezogen in dem Sinne. Dankeschön dafür. Das heißt nämlich, dass ich... auf jeden Fall so weit hochbauen darf. Und wir sagen, du hattest von da nach dort. Okay, jetzt warten wir mal kurz. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Weil wenn wir schon mal ein bisschen romantieren, dann tun wir richtig romantieren. Das Ding möchte ich eigentlich schon hier hinten haben. Die Grünfläche ist mir wichtig. Sagen wir es mal so rum. Ja, ihr kommt alle weg. Vielleicht kann man nämlich hier auch zubauen. Oh je, oh je. Ja, da kommen immer mehr, da kommen immer mehr. Das ist nicht gut. Und wenn der jetzt überfahren wird, wäre natürlich perfekt. Also das wäre das Schönste überhaupt. Ihn tot zu sehen, das wäre genial. Okay, wenn, dann müssten wir es hier bauen. Und ihr könnt darüber gehen. Wenn du mal darüber gehst. Dann machen wir einfach so. An allen Ecken und Fronten wird gleichzeitig gekämpft. Was macht's? Nichts macht es aus. Kann man dann vielleicht hier noch? Nee, aber nicht, schade. Das wäre jetzt zu schön gewesen, wahr zu sein. Hier aber noch. Ziemlich ein Gebäude. Können wir hier noch hinstellen. Okay.
Und, oh, und tot, wunderbar. Genau das wollte ich doch haben. Komm, machst du alle voll? Danke. Wunderbar, wunderbar. Noch mehr Gold. Jetzt haben wir hier auch genug. Wenn der fertig ist, können wir uns ein Nahrungsmittel machen. Weil Schreinerei braucht eigentlich nur Energie und Gold. Wie schaut es denn hier momentan aus? So, Strom brauchen wir ja. Zumindest ein bisschen brauchen wir Strom. Du bist am Töten? Ja, yep, du bist fertig am Töten. Okay, passt. Sieht's, passt und hat ganz viel Luft. Dann können wir vielleicht hier nochmal eine gewisse Zivilisation aufbauen. 1600. Ja, das ist noch zu machen. Da können wir noch was raushauen. Hier geht nichts mehr. Da finden wir noch ein bisschen Gold. Bitte tötet noch mehr Zombies. Muss auf 300 kommen. Es ist aber egal, aber Hauptsache hier 300. Wunderbar. Und ein gewaltiger Schub. Da sage ich auch nicht nein dazu. 9. Machen wir lieber 8 erstmal hier. Eins quasi nach dem anderen. 7, 19, 17, dann können wir lieber hier unten nochmal hinstellen. Und Strom ist auch bereits am Machen. Yep. Das passt. Ihr geht wieder hier rüber. Yep. Du kannst hier alleine bestimmt noch ein bisschen was reißen. Die Mine ist abgeschossen. Dankeschön. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Gold. Dann haben wir die Schreinerei auch beisammen. Yep. Darauf sparen wir jetzt einfach mal. Was soll's. Halt. So rüber. Ja, natürlich nicht so viel bekommen, wie ich gerne hätte an der Stelle, aber was soll's. Wenn jedes bisschen Gold, was wir bekommen können, ist ja schon mal einiges wert. Dankeschön, Jagdhöhe ist auch wieder abgeschlossen. Aber jetzt Schreinerei. Müssen wir überlegen, wenn ich hier Geld und sowas hinmache. Die Schreinerei aber nicht dahin machen. Die müssten eher. Die kommt hier unten hin, genau. Das passt dann schon ein bisschen eher. Tor, Tür und Tor könnten wir hier hinbauen. Also, ich brauche noch ein bisschen mehr Gold, damit wir hier hinkommen können. Wenn wir das hier haben und das hier, zack, zumachen, gut ist. Ah, ich sehe schon, hier oben ist noch was. Das wird uns so einiges an Kohle einbringen. Du kommst mal mit. Eine reicht dir vollkommen aus. Hier rüber. Du gehst darüber, du gehst darüber. Das heißt, wir sind gerade aktiv wirklich in alle Richtungen ein bisschen schnetzeln und metzeln. Das wollten wir noch haben. Hm, yep. Dann haben wir hier und danach hier oben hin und gut ist. Veteranschluss erreicht werde ich. Herrlich. So und nicht anders muss das sein. Ach Gott, da ist ein See. Stimmt, da war ja ein See. Da war ja so quasi ein See. 70 Gold. Können wir mit dem Gold schon irgendwas anfangen? Gerade noch nicht, wie ich sagen, oder? Nein. Leider nicht, aber wir könnten zumindest schon mal gucken, dass wir hier ein paar weitere Häuschen machen für die nächste Zufuhr. Oder? Ja, passt. Darüber. 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 Ich hoffe, dass es aus der Verdammten hier nicht zu früh kommt schon. Das wäre ganz und gar nicht schön. Ist das hier schon bereit? Es ist bereit, wunderbar. So, bingo. Dann haben wir das und wir haben das hier. Können wir nochmal Marktplatz? Das wäre vielleicht für nachher was. Beziehungsweise, wenn wir eh nach hier oben kommen, wäre es eine Möglichkeit, da hinzukommen irgendwie. Yep, danach können wir hier hinbauen, da einmal rumbauen, wieder, da ist wieder gut. Ha. Ja, bauen wir da einmal ums Eck rum. Ist das nicht nice? So, du, nach darüber kommen. Ja, hätte man schon mal Ölsachen.
Roboter oder sonst irgendwas, dann können wir da was machen, aber leider so nicht. Sonst leider gar nicht. So, Stellung halten. Da was kommt, du machst sie vorhin fertig. So. Schreinerei abgeschlossen, das heißt, dank der Schreinerei können wir gleich 54 im Marktplatz gleich noch bauen. Sollten wir eigentlich ziemlich schnell beisammen haben, hoffentlich. Beziehungsweise, der nützt mir noch gar nichts. Wir haben noch zu wenig Leute gerade untergebracht. Ja, ja, das ist. Da geht gerade noch gar nichts. Okay, da sind sie zumindest mal alle tot. Da sind sie auch soweit fertig. Und du brauchst gerade eh gar nichts machen hier hinten. Wie wär's denn mit? Ja, schöne Tatsache, dass wir hier jetzt ein Türchen hinbauen. Yep. Zusammen mit einem Turm hier, einem Turm dort. Und fast eine Mauer hier drüben. Aber nur fast leider. Ich kann sagen, jetzt sind sie ein bisschen fies, so wie es ausschaut. Da muss man ein bisschen aufpassen. Mit Betonung auf ein bisschen. So, komm hier noch was drüber. Das war zu viel. Dies wollte ich natürlich nicht haben. Aber ich hier im Bauen. So, dicht. Sitzt, passt und hat ganz viel Luft. Nur zum jetzt übelst zum Umfallen. Und jetzt nur die Nahrung würde gerade fehlen. Wie schaut es jetzt gerade aus? Relativ gut eigentlich. Wir haben hier zwei Stück, die kämpfen. Das heißt, wir können dich nach da drüben holen. Yep, das sollte hinhauen. Danach können wir nämlich auch anfangen, endlich mal hier die guten Steine abzubauen. So, hier rüber. Einmal wunderbar. Sage ich, das ist doch klar. So, wie wär's denn mit hier nochmal Nahrungsmittel abbauen? Ist doch bestimmt nicht das Verkehrteste auf der Welt. Okay, jetzt reicht's. Hoch da. Such deine Stelle aus und bleibt einfach. Passt schon. So, ihr seid zu zweit unterwegs. Da könnt ihr so einiges reißen, wenn ihr wollt. Nahrungsmittel brauchen noch ein bisschen. 200, das braucht auch noch etwas. Sagen 42, ich glaube, hier das höchste, was man haben würde. Yep. Okay, passt aber auch soweit. So. Kann man nämlich auch ein bisschen was aus dem Wasser rausholen. Das dürfte nicht die verkehrteste Art sein, hier zu leben. Nahrungsmittel kommen auch gleich noch da. Die sind auch gleich noch unterwegs. Right, let's go. So viel zum Abschießen. Was ist das, wie so viel zum Abschießen? 80 Gold, das reicht mir nicht aus. Ah, doch, hier. Aber wenn, dann möchten wir eher noch meine Tesla machen. Und danach müssen wir auch noch gucken, dass wir die Verteidigungslinien überall bauen. Weil es doch langsam ein bisschen eng werden könnte. Mit Betonung auf könnte. Da wollen wir hin. Und wir bauen einmal. Ja, wie weit bauen wir denn da weg? Das ist die große Frage. Dorthin. So, du bist darüber, du bist darüber auf jeden Fall. Mehr brauchen wir momentan hier nicht und dort auch nicht. Abgeschlossen, das ist schon mal gut, ist schon mal sehr, sehr gut. Dann können wir zumindest ein weiteres hinbauen. Ein bisschen wieder ein bisschen Gold haben, so wie es ausschaut. Verteidigungslinien müssen wir nämlich auch hinstellen. Am besten hier und hier hin. Wenn wir so weit kommen könnten, das wäre echt. Das wäre super. Dann will ich so quasi nicht Nein dazu sagen. Kann man noch ein bisschen was machen? Zwar Gold. Mist schon wieder.
Da geht mir immer ganz schnell das Gold hier aus. Zack, 6, Zack, 12. Ja, das bräuchten wir auf jeden Fall. So. Zelte haben wir auch noch da. Auch noch ein bisschen was. Komm schon, gib mir den Geldschub. Gib mir den Geldrücken. Ich möchte nach da vorne hin. Auch wenn ich bloß ein bisschen abbauen kann. Macht nichts. Hauptsache, ich kann überhaupt was abbauen hier. So, herrlich. Dann kann man nämlich noch sagen, ich möchte gleichzeitig. Kann man denn dich hier hinbauen? Dich hier hinbauen? Und geht's nochmal? Nein. Schade, es wäre jetzt zu schön gewesen, um wahr zu sein.